Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute habe ich mal versucht, euch den Unterschied zwischen der Pimax 5K OLED und der 8K und 5K Plus ein bisschen zu verdeutlichen anhand von Screenshots oder Through-the-Lens-Screenshots, die ich mal gemacht habe. Ich war ja auf der CES und da habe ich mal so ein paar Bilder durch die Linse gemacht, um euch das mal wirklich dann zu verdeutlichen, wie denn der Screen-Door-Effekt unterschiedlich ist zu den anderen beiden Versionen und auch die Schwarzwerte natürlich, damit ihr vielleicht in der Entscheidung es ein bisschen einfacher habt. Es ist trotzdem natürlich insgesamt nicht ganz einfach, weil es hat alles seine Vor- und Nachteile, das werdet ihr gleich sehen. Also Leute, ich bin der Voodoo.de, wenn ihr mich noch nicht kennt. Ich teste für euch immer die neueste und beste VR- und AR-Hardware, die neuesten und besten VR- und AR-Spiele und es gibt auch immer Weekly News. Also abonniert mich und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Jetzt aber viel Spaß mit dem Vergleich und los geht's! So, und jetzt gucken wir uns mal im Spiel Onward den Unterschied an bei normal hellen 10, sage ich jetzt mal, wo auch keine rote Farben vorkommt, wo es mir am meisten aufgefallen ist und so. Das ist eine Szene aus Onward. Ich habe mal so einen Reifen gefilmt und hier seht ihr auch schon ziemlich krass den Unterschied. Wir haben hier oben die 5K und ja, da sehen wir den Reifen relativ gut. Bei der 8K eigentlich noch, vielleicht noch ein Stück besser, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall kein großer Unterschied zwischen der 5K und der 8K, also der 5K Plus und der 8K. Aber jetzt guckt mal bitte auf der rechten Seite, das ist die OLED-Version der 5K und ich denke, dass wir alle ziemlich krass die Bildpunkte hier sehen, oder? Also ich hoffe, dass ich nicht blind bin, aber ich sehe da ziemlich krass die Bildpunkte. Also es ist nicht so krass wie jetzt in den roten 10, da kommen wir gleich noch drauf zu, aber man sieht ihn schon krass, den Screen-Door-Effekt. Ne? Also, es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, ist nicht so der große Unterschied. Ich habe ihn direkt gesehen, als ich die Brille zum ersten Mal aufgezogen habe. So sieht's aus. So, und jetzt kommen wir mal dazu, was mir schon auf der Messe sehr krass aufgefallen ist. Und zwar bei roten Farben oder bei rotem Hintergrund, irgendwas, was rot ist, da ist es mir tatsächlich am meisten aufgefallen, wie krass der Unterschied da ist zwischen der OLED und den anderen beiden. Wir sehen hier auch wieder, die erste hier oben ist die 5K, da sieht man schön das Rot, klar, und den weißen Buchstaben, dann in der Mitte bei der 8K, ja, eigentlich so ziemlich das Gleiche. Es ist natürlich immer schwierig, ne, wegen dem Handy. Ich habe das alles mit dem Handy durch die Linse gefilmt. Deswegen bei der 5K und 8K, eigentlich gibt es da keine wirklich großen Unterschiede. Also wenn ihr da jetzt einen seht, dann liegt das wahrscheinlich eher am Handy. Aber jetzt guckt mal das dritte Bild bitte. Das ist die OLED. Und das ist halt bei Beat Saber so eine Szene, wo dieses Rot so in Schwarz reinschimmert. Und guckt euch mal an, wie krass man da die Bildpunkte sieht. Das finde ich schon, ich finde das schon heftig. Gerade bei der Farbe Rot ist es mir am krassesten aufgefallen. Und in diesem Bild sieht man, glaube ich, sehr, sehr gut, wie ihr euch das dann vorstellen müsst. Das ist schon auffällig. Also normalerweise bin ich gar nicht so der SDE-Hasser, also der Fliegengitter-Effekt-Hasser. Ich bin tatsächlich eher ein Fan von riesengroßen Field of View und finde es nicht so schlimm, wenn der Screen-Door-Effekt ein bisschen da ist. Aber da ist es mir tatsächlich sofort aufgefallen bei der OLED-Version. Und ja, das soll schon was heißen. Ne? Also es ist durchaus ein krasser Screen-Door-Effekt. Der ist, sagen wir mal so, wie ja ein bisschen schlechter als bei der Vive Pro ungefähr. Ne? Das müsst ihr euch im Klaren sein. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das an der Stelle unbedingt beachtet. So, aber jetzt kommen wir auch mal zu der sehr, sehr guten Seite der Pimax 5K OLED. Hier sehen wir natürlich auch einen sehr krassen Unterschied. Wir haben hier, das sind alles drei Szenen aus Beat Saber und das hier ist die 5K Plus. Wir sehen, das soll eigentlich eine ganz schwarze Szene sein,
Aber wie ihr seht, ist sie nicht schwarz, sondern halt dieses gräuliche wegen LCD halt. Genauso in der Mitte die Pimax 8K. Da ist auch das Schwarz nicht wirklich schwarz, sondern halt so hellgräulich. Und jetzt guckt euch mal das dritte Bild an. Das ist die Pimax OLED, Pimax 5K OLED. Und da ist das Schwarz halt wirklich schwarz, so wie sich das gehört. So, das ist halt jetzt der Vor- und Nachteil dieser ganzen Geschichte. Ihr habt gesehen, der Screen-Door-Effekt ist sehr viel schlechter als bei der 5K Plus und 8K. Aber der Schwarzwert ist dafür viel, viel besser bei der Pimax 5K OLED. So sieht's aus. Tja, da sind wir wieder. Und ihr habt es jetzt gesehen. Also, ich habe es ja schon auf der Messe gesagt. Ich hoffe, ich konnte es jetzt nochmal ein bisschen genauer zeigen, den Unterschied genauer erklären. Und ja, ich bleibe bei derselben Meinung. Wenn ihr Screen-Door-Effekt hast, also wenn ihr wirklich gar keinen Bock da drauf habt, dann solltet ihr vielleicht doch Abstand nehmen von der OLED-Version. Ja, weil das ist natürlich, wenn man vorher die 5K Plus oder die 8K hat, das ist ein starker Rückschritt wieder. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Vergleicht das, wenn ihr vielleicht irgendwie mal die Vive Pro hattet, die Vive Pro und noch einen Tick schlechter. So sieht's aus bei der Pimax 5K OLED. Aber wenn ihr natürlich jetzt sagt, so, ich zocke viel Elite Dangerous, ich zocke viel Paranormal Activity, Horrorspiele und so, dann muss ich sagen, würde ich tatsächlich die OLED-Version nehmen, weil das ist doch schon viel, viel immersiver, weil du halt wirklich das tiefe Schwarz hast, so wie sich das gehört. Und also ich würde diese Entscheidung, wie ich ja schon in einem kleinen Video vorher erwähnt habe, davon abhängig machen, was ich zocke. Wenn ihr Project Cast zockt und immer im hellen Rumfahrt oder so, nehmt die 5K Plus oder die 8K. Und wenn ihr was Dunkles zockt, nehmt die 5K OLED. So sieht's aus. Das ist meine Meinung. Ich weiß, es ist natürlich trotzdem eine schwierige Entscheidung. Wir würden natürlich alle am liebsten die perfekte Brille haben. Am liebsten hätte ich die 5K OLED, aber mit dem Screen-Door-Effekt von der 8K. Das wäre das Beste, was wir haben können. Aber es ist halt nun mal nicht so, Leute. Es ist nicht so. Und ich weiß nicht, wann es irgendwann mal so weit sein wird. Im Moment ist es halt nicht möglich. Ihr habt es gesehen. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch ein bisschen mehr bei der Entscheidung helfen. Nach den Werten, die ich euch jetzt gerade anhand von einigen Screenshots gezeigt habe, Leute. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, sodass ich irgendwann mal ein größeres Studio habe und mehr Zeit für Videos, dann unterstützt mich auf Patreon. Das wäre richtig cool. $1 im Monat reicht schon und dann freue ich mich und ihr hoffentlich auch. Also bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de